Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid auf dem YouTube-Kanal Fantastisch. Mein Name ist Finn-Ole Martins und ich befinde mich hier wieder vor einem epischen Battle vor einem Stadt-Land-Vom. Gegen diese junge Dame, die gerade in Südeuropa ist. Johanna Türks ist da. Hallo Johanna. Hallo Vom. Oder Ola, vielmehr. Ola. Hola. Wo bist du genau? Ja, ich bin gerade in Valencia. Ich mache hier mein Auslandssemester. Am Meer, in einer sehr schönen Stadt, in der Wärme. Ja, doch. Und mir geht es sehr gut hier. Und wie wir sehen können, du hast auch einen Verein gleich gefunden. Ja, genau. Ich spiele derzeit bei Levante. Also für die Fußballer, denen ist das vielleicht ein Begriff. Mir wird es irgendwie gar nicht so bewusst, dass das so ein großer Verein ist. Die spielen erste Liga, oder? Im Fußball bestimmt, im Handball nicht. Da spielen wir in der dritten Liga. Okay. Aber ja. Genau, und daher sagt mir der Name tatsächlich auch was. Ich hätte jetzt aber gedacht, Levante ist eine eigene Stadt. Oder ist das der Stadtteil sozusagen von Valencia? Ja, ich glaube, das ist der Stadtteil. Also es ist ja Levante Mani heißt das. Und Mani, das ist auf jeden Fall ein Stadtteil. Okay, aber auf jeden Fall, du bist da und die Sonne scheint und dir geht es hervorragend, wie ich sehe. Ja, doch, ja. Sehr gut. Also es ist kälter, als ich es erwartet habe. Ich dachte, ich habe hier ein halbes Jahr nur Strand. Das ist nicht der Fall. Ich habe mir jetzt gerade Schal, Handschuhe und Mütze schicken lassen. Das brauche ich hier schon. Aber auf jeden Fall doch deutlich wärmer als bei euch zu Hause. Und seit wann bist du da? Seit September. Also am 1. September bin ich hierher geflogen. Dann begann hier auch schon direkt mein Praktikum. Also ich mache hier mein Praxissemester an der Deutschen Schule in Valencia. Und ja, dann habe ich eigentlich auch ziemlich schnell angefangen, hier Handball zu spielen. Die Vorbereitung noch mitgemacht. Und dann, als es in die Saison ging, ja, dann auch mitspielen. Ja, Hammer. Da werden wir auch gleich noch ein bisschen drüber natürlich intensiv sprechen. Wir haben allerdings eben auch ein episches Battle vor uns. Ich habe schon gesagt, Stadtlandform gegen Johanna Türks. Das gibt's jetzt. Viel Spaß beim Video. Ja, um es ein bisschen südländisch zu haben, habe ich mir hier auch was hingehängt, so, um so ein bisschen das Feeling zu haben. Ich hatte gerade tatsächlich an meiner Fachhochschule eine Woche lang Spanisch-Intensivkurs. Ich hatte gehofft, vielleicht könnten wir es auf Spanisch schalten, aber mehr als Hola que tal kriege ich trotzdem nicht hin. Ja, ja, mein Spanisch also ist schon doch ein bisschen mehr, aber ich muss sagen, wenn ich so auf der Straße oder so Leute treffe und die so ganz normales, schnelles Spanisch mit mir reden, dann bin ich auch ziemlich überfordert. Also, ja, so im Handballumfeld, wo sie alle wissen, dass sie ein bisschen langsamer mit mir reden müssen, klappt das super. Ja. Aber, ja, so richtig super ist mein Spanisch auch noch nicht. Aber wird hoffentlich noch. Jetzt wird's ernst. Auf Deutsch natürlich. Ja. Stadt-Land-Form, für alle, die es noch nicht kennen, es ist die Handball-Edition quasi. Wir haben Stadt, Land, Wortkreation mit Form, Handball als vierte Kategorie, da geht alles, was mit Handball zu tun hat. Dann eine fünfte Kategorie, die du dir ausgedacht hast. Ja, und ich habe gedacht, du bist jetzt schon so geübt im Stadt-Land-Form und hast so einen Vorteil. Deswegen habe ich gedacht, ich nehme die Kategorie Golf, also Golfbegriffe und auch Golfspieler. Um Gottes Willen. Ja. Weil du Golferin bist. Genau, also nur so als Nebenhobby und auch so gar nicht irgendwie leistungsmäßig, sondern wirklich nur so zum Spaß und als Ausgleich. Ja. Und cool. Ich bin jetzt ja auch schon seit Sommer raus, aber ich dachte, dadurch habe ich mir vielleicht einen kleinen Vorteil verschafft. Das zählt auf jeden Fall. Okay, ich habe gedacht, weil Weihnachten ist, müssen wir eine Weihnachtskategorie auf jeden Fall nehmen. Ja. Und deswegen habe ich gedacht, ja, Begriff Weihnachten einfach. Okay. Und jetzt fehlt noch eine siebte Kategorie. Und die wird gelost. Ich habe hier einen Stapel Karten. Ich ziehe jetzt irgendeine Karte. Und du sagst, da stehen nämlich vier Begriffe drauf. Du sagst eine Zahl zwischen 1 und 4 und die wird es dann. Ja. Also es muss bei mir auf jeden Fall immer gerade sein. Dann nehme ich die 2. Im Badezimmer. Etwas Badezimmer gibt. Okay. Zählweise, ganz normal. 10, wenn jemand was richtig hat. 20, wenn der andere gar nichts hat. Und 5, wenn wir beide das gleiche haben. Alles klar. Möchtest du mit dem Alphabet starten? Ich sag Stopp. Ja. Okay. A. Stopp. G. G. Stadtlandform mit G.
Okay. Ja, geil. Das ist natürlich ein überragender Buchstabe einfach. Badezimmer mit G. Ja, mir auch noch. Stopp. Okay, Ich bin dann mir nicht sicher, ob das gelten lässt, aber bin gespannt. Ich bin gespannt. Wir Stuttgart lösen mal auf. habe ich Göttingen. Göteborg. Ja, sind 10 für jeden, oder? Genau. Land Land. habe ich Ghana. Gabun. Sehen So. beide. Ich denke mal, der andere nimmt Griechenland. Deswegen schreibe ich immer nicht Stimmt, Griechenland. daran habe ich gar nicht gedacht. Gabun. Okay, beide 10. Beim vom, da habe ich den Gewinner vom. Heute hoffentlich nicht, aber. Ich habe in die gleiche Richtung gedacht, ich habe in den glorreichen Formen gedacht, aber du versuchst es natürlich zu verhindern. Handball. Handball, da habe ich Gensheimer. Oder Gensheimer. Gensheimer, ich gehe mit Gilles, die Gilles-Brüder, früher beim HSV ganz groß Kenne ich, gewesen. ja. Jetzt in Frankreich wieder. So, G ist natürlich der beste Buchstabe überhaupt für die Kategorie Golf. Ja, ich habe ein Goldbag. Ja, ich habe Golfschläger. Ja. Sichere Nummer 10 beide. Bislang unentschieden. Weihnachten. Da habe ich die Gans. Die gibt es bei mir leider dieses Jahr nicht. Was isst man in Spanien? Oh. Ja, also an sich isst man hier ja immer viel so Tortilla oder so, viel so mit Kartoffeln, aber jetzt Weihnachten weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Also. Ja, ich fliege zu meiner Schwester auf die Kanaren über Weihnachten, also nicht nach Hause, da machen wir uns unser eigenes Weihnachtsmenü, also schon so ein bisschen deutsch. Die ist da Aber gerade und macht ihr Auslandssemester. genau, ja. Sie wollte eigentlich auch nach Valencia, aber wir machen so irgendwie alles zusammen. Wir wohnen zusammen, auch in Flensburg. Und dann mussten wir jetzt irgendwie mal getrennt sein und genau, beide in Spanien, aber Hammer, ja, ja. ganz viel Spaß dabei. Liebe Ja, Grüße an danke. dieser Stelle. Ganz, ich gehe mit Weihnachtsmann und Koka gehen, man kennt ihn, Grantelbart. Ja, Sehen freue ich mich auch beide. jedes Jahr mal wieder drauf. Habe ich aber noch gar nicht geguckt dieses Jahr. Unbedingt noch. Muss man vor Weihnachten Kevin und Grantelbart. Wie heißen denn die anderen noch? Weiß ich nicht. Egal. Und Polar Express. Das Und muss, Polar Express, ja. ja. Also das ist für mich so der Weihnachtsfilm. Okay, im Badezimmer. Da hattest du nichts, oder? Nee. Ich habe das Glanzshampoo. Das. Also. Steht bei mir in der Dusche, aber ist ja im Badezimmer. Ja, dann zählt es. Das sind Lässt dann das 20. gelten? Ich lerne noch einmal etwas dazu, aber 20 für dich. Damit führst du nach dieser Runde. Ich habe 60. Ja, ich habe 80. Das passt. Du kannst natürlich auch etwas gewinnen. Das ist dieses Buch. Der fantastische Daniel Duhr hat Handball-Hardcore-Kreisklasse geschrieben. Mit Sehr gut. wunderschönen Zitaten wie: Wenn der Kreisläufer eine Blume wäre, wäre er ein Baum. Ja, sehr cool. Dann gebe ich auf jeden Fall die nächsten beiden Runden nochmal Gas. Ja, das kannst du auf jeden Fall gewinnen und alle anderen, ich packe den Link natürlich in die Videobeschreibung, dann wisst ihr, falls ihr noch ein Weihnachtsgeschenk braucht, ich kann es empfehlen, wo ihr es bekommt, Hashtag Werbung. Du hast gerade schon angesprochen Flensburg, da kennen wir uns natürlich auch her. Haresley, glaube ich, damals, bis wann warst du in Haresley? 2008. 2018 muss, ja, bis 2018. Ja, ganz schön lange Zeit schon wieder her. Ja, Wie ist es dir in definitiv. der Zwischenzeit ergangen? Recht gut, auf jeden Fall. Also ich bin da ja gegangen, also hauptsächlich, weil ich ins Ausland gegangen bin, auch schon zum Auslandssemester, mein Bachelor damals. Ja, dann kam ich zurück, dann hat sich das ergeben, irgendwie, dass in Bred steht, dass die einen Torwart brauchten zur Mitte der Saison. Und dann habe ich da jetzt, ja, so 1,5 Jahre gespielt, eigentlich nur eins, weil die letzte Saison jetzt irgendwie auch wieder abgebrochen wurde. Leider, doch, aber sonst ist mir da. Ist mir da auf jeden Fall sehr gut ergangen. Hat mir gut gefallen. Ja. Wenn du, bis wann geht das Semester? Februar, März? Oder wann gedenkst du, sollte Corona das zulassen, dass du zurückkommst? Ja, eigentlich war der Plan, ich hatte ja schon gesagt, dass ich Weihnachten auf den Kanaren bin, dass ich dann zurück nach Deutschland fliege. Aber jetzt ist in Deutschland ja, relativ viel dicht. Und hier in Spanien, irgendwie trotz der vielen Zahlen, ist das alles noch relativ locker und wir dürfen ja auch noch weiter Handball spielen. Und das war so für mich der Grund, hier zu verlängern. Also ich bleibe jetzt bis Ende Februar, ist so der Plan. Und dann mal schauen, ob die Saison denn wieder aufgenommen wurde bis dahin. Ich drücke die Daumen, ja, ich Also es hoffe. könnte wieder Bredschit werden.
Ja, also ich habe mir da noch nicht so richtig Gedanken gemacht. Also dadurch, dass ich jetzt ja im Ausland bin, hat Brigitte sich natürlich auch um Ersatz bemüht. Und ich finde, mit 3 Torhütern in der Oberliga, das ist schon irgendwie ein bisschen viel. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass ich mich zur nächsten Saison irgendwie wieder woanders hin orientiere. Aber ich habe da jetzt noch nichts in Aussicht. Deswegen einfach mal abwarten, wie sich das mit Corona entwickelt, dass hoffentlich irgendwie Handball bald wieder möglich ist. Ja, und dann mal schauen, wenn ich zurück bin, was sich so ergibt. Also, liebe Mannschaften, Drittliga- oder Viertligateams in Schleswig-Holstein, diese Dame ist auf dem Markt dann. Sie Mit Sicherheit. Bescheid. Und sie führt leider auch bei Stadtland Vom. Deswegen gibt es jetzt die zweite Runde. Jetzt würde ich sagen, starte ich mit dem Alphabet. Ja. A. Stopp. U. U. Oha, Okay. okay. Stadtland Vom mit U. Ja, jetzt killt mich Golf, glaube ich. Ja, mich aber ehrlich gesagt auch. Aber ich bin gerade mal so viel am Überlegen. Hängst du nur noch bei Golf? Nee, Weihnachten im Badezimmer fällt mir auch nichts ein. Ich auch. Oh. Es muss doch irgendetwas im Badezimmer geben, das mit U anfängt. Ja. Ja, ich würde sagen, wir machen diese Runde dicht. Ja. Und mir fehlt Golf und Badezimmer. Mir fehlt Weihnachten und Golf und bei Badezimmer bin ich so. Ich glaube, ich würde mich selber nicht gelten lassen, aber Ja, wir können ja mal ich schauen. google ganz kurz Golfbegriffe mit U. Nee, gibt's nicht. Gibt es nicht. Okay, Notiz an mich selbst, Augen auf bei der Kategorie Wahl. Also, Golf gibt es sowieso nicht. Wir fangen mal an. Stadt. Habe ich Utrecht oder Utrecht? Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ich habe Ulm. Ah, ja. Land. Ungarn? Das Ja. Griechenland des U. Ungarn. Fünf. Ja, finde ich. Ja, beim Vom habe ich den unparteiischen Vom, wenn du jetzt wieder anguckst. Ich habe den unbesiegbaren Form. Ah, ja. Hoffentlich nicht. Also, In den deswegen letzten Wochen leider. leider nicht immer. Bei Handball bin ich mir nicht so ganz sicher, aber es ist kein richtiges Wort, aber es ist die U23. Ja, doch, lasse ich gelten. Gut. Ich habe es mir ganz leicht gemacht. Ich habe wieder Uwe Gensheimer genommen. Ja, Back. sehr gut. Ja. Ja, Okay. Golf gibt es nichts. Weihnachten habe ich, mir ist relativ wenig eingefallen, deswegen habe ich an ein klassisches Geschenk gedacht, die Uhr. Ja, doch, lasse ich auf jeden Fall gelten. Gibt die 20 für dich. Ausgleich. Und im Badezimmer habe ich daran gedacht, so vom Duschen, wenn man sich auszieht, dann liegt da ja auch die Unterhose im Badezimmer. Ja. Musst du aber entscheiden. Kann ich Doch, verstehen, wenn du es klar, nicht gelten lässt. Unterhose, Unterwäsche. Es ist ja eigentlich in den meisten Badezimmern jetzt kein Standardgegenstand, hoffentlich, Man der da hätte auch so immer rumliegt. Umhang oder so hätte oder um. Ja, ich habe auch erst Ja, gedacht an was. Unterschrank, weil so unterm Waschbecken ist ja was, aber das, so heißt das ja, glaube ich, nicht. Ja, keine Ahnung. Müssen wir die Baufachmarktleute im Zentrum fragen? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall lasse ich es gelten. Okay. Und 10, 20, 30, 40, 50, 55 Punkte. 55 beide. Beide? Oh ja. Ja, Okay, aber oder? das heißt, du führst noch mit 20 Noch Punkten. mit 20. Ja. Das Herz muss voller sein als die Hose. Gab es mal einen Moment, wo du in deiner Karriere auch die Hose voll hattest? Nö. Das. Aber entstanden ist das Zitat bei deinem ersten Länderspiel. Ja, es ist so in einen so einen Kontext gekommen. Im Endeffekt, ja, es ist ja der Kopf, der entscheidet so viel. Und wenn du dir in all den Jahren, wenn du erstmal ein bisschen Sicherheit gewonnen hast, ist es so. Und ich habe auch viele Spieler in meiner Karriere erlebt, die vorm Spiel, die nerven dich ohne Ende. Oder die rennen nur vor auf die Toilette. Wo ich das erste Mal um die gesamtdeutsche Meisterschaft gespielt habe, hatten wir ja auch eine ganz junge Mannschaft. Und dann hat Andreas Thiel, unser Leitwolf, unser Torwart, uns einfach an die Hand genommen und hat gesagt: So, Jungs, heute Abend trinken wir noch ein Bier zusammen, keiner geht ins Bett.
und dann könnt ihr alle besser schlafen und morgen rocken wir das. Was ich gerne noch wissen wollte, wie sieht das gerade eigentlich mit Corona in Spanien aus? Also offenbar, du hast schon gesagt, die Saison läuft, du spielst dritte Liga. Läuft der Spielbetrieb bei euch? Ja, also der läuft bei uns. Das wurde jetzt vor ein paar Wochen eingeschränkt, dass wir ohne Zuschauer nur noch spielen dürfen. Ist aber in Ordnung. Also wir haben halt immer einen Livestream, ist natürlich cooler mit Zuschauern, aber ich bin froh, dass ich überhaupt hier spielen kann. Ja, wir müssen halt jedes Mal Fieber messen vorm Spiel und unser Trainer sagt uns halt auch, wir sollen so vernünftig sein, was wir in unserer Freizeit machen und ob wir zum Training kommen, lieber dann doch immer mehr fehlen, wenn wir uns unwohl fühlen. Aber bisher lief das echt gut in der Mannschaft. Also wir hatten einen einzigen Corona-Fall und das war so das erste Mal, dass ich dann wirklich jemanden kannte, der Corona hatte. Da war ich dann schon so ein bisschen ängstlich, sag ich mal. Aber alles gut gegangen. Also es hat sich keiner aus unserer Mannschaft angesteckt. Das war ganz gut. Ja, und ansonsten ist es hier auch relativ entspannt mit Corona. Also Bars und Cafés haben hier noch auf. Wir haben aber so einen nächtlichen Lockdown. Also ab 24 Uhr dürfen wir nicht mehr auf den Straßen sein. Also 24 bis 6 ist so Ausgangssperre. Okay. Aber doch, ansonsten ist das hier in Spanien relativ entspannt. Und wie geht's dir damit? Also in Deutschland ist ja ein großes Thema zum Beispiel die Testungen gewesen, dass man gesagt hat, ohne Testung ist es eigentlich nicht verantwortbar zu spielen. Das tun zwar einige, Stichwort auch Harisley, aber man hat ja keine richtige Sicherheit. Nee, genau. Ich finde es auch eigentlich ein bisschen unverantwortlich, aber irgendwie, wenn man so die Möglichkeit hat, da möchte ich dann jetzt nicht Nein zu sagen zu Handball. Ich glaube, so würde ich irgendwie in so eine Bar gehen und es dann bekommen. Ich glaube, dann würde ich mich mehr ärgern als beim Handball. Aber natürlich versuchen wir alle irgendwie da größtmöglich vorzubeugen, dass das in unserer Mannschaft sich irgendwie nicht ausbreitet oder allgemein beim Handball, dass es dadurch nicht kommt. Ja, wow, okay, krasse Ansage. Aber auf jeden Fall, ja, man sieht auch, du strahlst dabei, wie du sagst. Also, ja. Die Handball also, ja, ich muss sagen, nach diesem, dass man ja nicht so viel machen konnte, dass man auch in der Vorbereitung in Deutschland irgendwie nur relativ eingeschränkt trainieren konnte, merke ich hier echt wieder so, wie viel Spaß mir das bringt zu trainieren. Also wir trainieren dreimal die Woche, hatten in der Vorbereitung sogar fünfmal die Woche Training und ich dachte erst so, das mache ich doch im Leben nicht, ich bin hier ja zum Austausch, ich bin hier so, um Spaß zu haben, ich wollte nur so weiter in Handball spielen, aber jetzt ist das echt so, dass ich richtig gerne für irgendwelche Sachen auch oder für abends mal losgehen oder so darauf verzichte, um halt Handball spielen zu können. Und doch, es bringt mir hier richtig Spaß. Also ich fühle mich super wohl in der Mannschaft. Und wie ist das so niveautechnisch? Wie ist die dritte Liga in Spanien so aufgestellt? Also an sich ist das in Spanien auf jeden Fall das Niveau deutlich unter dem in Deutschland. Ich würde mal sagen, so ungefähr Oberliganiveau. Also meine Mannschaft finde ich schon echt gut. Also ich glaube, wir spielen auf jeden Fall um den Aufstieg mit dieser Saison hier in Spanien. Aber ja, es gibt halt auf jeden Fall auch gute Mannschaften. Aber es gibt auch so ein paar, die würde ich auf jeden Fall so SH-Liga-Niveau oder schwächeres SH-Liga-Niveau irgendwie einschätzen. Also so der Unterschied zwischen den Mannschaften in der Liga, der ist auf jeden Fall größer als der in Deutschland. Mal schauen, wie groß der Unterschied jetzt zwischen uns ist. Ja. Mit 20 Punkten. Letzte Runde. Startlandform, du startest wieder mit dem Alphabet. Okay. A. Stopp. H. H. Bei Golf denke ich immer an Troy Bolton und Chappelle. Bei Golf, da habe ich tatsächlich was. Heiß Gemüse. Jedes Mal, wenn ich auf dem Golfplatz bin, habe ich dieses Lied Bad on it im Kopf, ne? Also das sagt dir bestimmt auch was, falls du es nicht mehr findest, wenn ich sage. Ich bin mir bei Weihnachten irgendwie noch ein bisschen unsicher. Ich bin noch so gar nicht zufrieden mit meinem Wort, deswegen. Bei Weihnachten? Das ist auch das Einzige, was mir in dem Golf noch fehlt. Ich habe auch keine Ahnung, ob es den im Golf gibt. Super, dass ich nicht vom Beruf Sportreporter bin, aber ich schreibe einfach mal irgendwas auf. Ich bin auch fertig jetzt. Aber du darfst noch zu Ende schreiben. Ich habe es fertig geschrieben. Ich weiß nicht, ob es das... Nee, mir fehlt auch das Wort gerade, was irgendein Wort liegt. Was frage ich dich nochmal, wenn du erzählst, ich spiele Golf und ich will wissen, wie gut du bist, dann frage ich, wie hoch ist dein? Handicap. Das Wort ist mir nicht eingefallen.
Handicap, oh nein. Das ist auch das einzige Wort, was. Hole in One gibt es noch, ja klar. Darum bin ich auch gar nicht gekommen, ja, aber ja. Was hast du? Ja, ich habe das Handicap. Ich suche mir einen neuen Beruf. Okay, fangen wir an. Das sind schon mal 20 für dich, würde ich sagen, bei Golf. Ja, finde ich gut. Die nehme ich. Was hast du bei Stadt? Hamburg. Ich auch. Ah. Ja, beim Überlegen Hamburg oder Hannover, aber Wir hätten Haresle nehmen ging sollen. schneller zu beschreiben. Land. Honduras. Ja, stark. Ich habe Haiti. Beides eine Ecke. Dann habe ich den Hallensprecher vom. Ich habe einfach ganz langweilig den Handball vom. Sehen beide. So langweilig ist er gar nicht. Dann. Nicht der Handball vom, aber die Wortkreation. Handball. Da habe ich die Handball-Luxe-Buchholz als Rosengarten. Das ist aber ein langes Wort. Ich habe es abgekürzt. Henning Fritz. Ja. Golf 20 für dich mit dem Handicap. Genau. Weihnachten. Da muss ich jetzt gerade erstmal meine Schrift entziffern. Handschuhe habe ich da. Also braucht man nicht direkt an Weihnachten, aber ich dachte in der Weihnachtszeit. Für den Weihnachtsspaziergang lassen wir es gelten. Dann sage ich jetzt, was für mich, außer in diesem Jahr eigentlich immer der zweite Weihnachtsfeiertag ist, das ist der Handballtag. Es gibt immer einen Handballtag, weil Bundesliga und zweite Liga, die spielen ja immer. Ja, stimmt. Dieses Jahr hat Hamburg Auswärtsspiel. Wir haben erst wieder am 29. Heimspiel, aber für mich gehört es dazu, eigentlich. Ja. Definitiv auch gelten. Badezimmer? Das Handtuch. Ich auch. Lag auf der Hand. So. Okay, dann bin ich bei. 25, 35, 45, 50 Punkte. Ja, und ich bei 70 für die Runde kommt hin, ne? Damit hast du plus 40 insgesamt. Und du gewinnst. Vielen Dank. Dieses Buch geht an die Post. Schicke ich es jetzt eigentlich nach Spanien oder schicke ich es nach Flensburg? Ja, ich muss sagen, in Spanien bin ich mir immer ein bisschen unsicher, ob das ankommt. Also schick's am besten nach Flensburg und wir machen eh nochmal ein zweites Weihnachten zu Hause und dann liegt das dann im Februar unterm Tannenbaum. Sehr schön. Ja, machen wir so. Großartig. Klasse. Mega. Ich würde sagen, auf Spanisch erstmal gracias. De nada, con gusto. Mega. Vielen Dank fürs Mitmachen. Bleib gesund. Pass auf dich auf. Ja, du auch. Noch eine schöne Zeit. Genießt Weihnachten auf den Kanaren. Mache ich. Und dann bis hoffentlich bald in Schleswig-Holstein wieder in den Hallen. Ja, ich hoffe auch. Und euch vielen Dank fürs Zuschauen. Nächste Woche gibt es auch noch ein Video vor Weihnachten, eine Weihnachtsausgabe Stadtlandform. Wenn ihr eine Nachricht bekommen wollt, wann das kommt, denkt an die Glocke und dann bekommt ihr das Video auf jeden Fall mit. In diesem Sinne, liebe Grüße, passt auf euch auf, habt eine schöne Weihnachtszeit. Ciao.